sogar jemand. Oh shit. Servus. Und grüß Gott. Und damit herzlich willkommen zu Survival Polen und Tschechien. Und damit sind wir auf einer neuen Mission unterwegs. Wir haben uns vorgenommen, 7 Tage, 7 Nächte in Polen und Tschechien zu verbringen. Wir sind hier in einem Randgebiet, nicht weit von der deutschen Grenze entfernt, so circa 50 bis 70 Kilometer. Und wir wollen 7 Tage, wie eben gesagt, in der ganzen Wildnis überleben. Wir haben Nahrung dabei für diese Zeit. Unseren Rucksack haben wir gesattelt, der ordentlich schwer ist. Kannst du ja gerade mal sagen, was so im Rucksack dabei ist und wie viel der wiegt? Genau, insgesamt haben wir beide circa 42 Kilo mit. So viel hatten wir noch nie auf dem Rücken. Deshalb auch eine ganz neue Erfahrung für uns. Wir haben alles Mögliche dabei, natürlich ganz viel Essen. Für 7 Tage, so lange waren wir noch nie draußen. Dann kommt auch noch zu dem Gewicht hinzu Akkus. Natürlich muss das Kamera-Equipment und alles Mögliche geladen werden. Also das summiert sich auf jeden Fall auf. Und so kamen wir dann auf die 42 Kilo. Was wir auch mitgebracht haben, ist natürlich kalte Temperatur. Ihr seht hier, egal wohin das Auge reicht, Schnee. Genauso wollten wir es haben und so ist es dann auch gekommen. Das stimmt. Und zur groben Planung was zu sagen. Wir hatten vor, also wir sind heute Morgen in Polen gestartet und haben vor, innerhalb von 1 Tag oder 2 Tagen die Grenze zu Tschechien zu überqueren und demnach in Tschechien dann 3, 4 Tage oder Nächte zu nächtigen und den Rückweg wieder anzutreten nach der Zeit. Das heißt, es wird eine schöne, abwechslungsreiche Tour. Wir haben uns ein paar Höhenmeter rausgesucht. Hier gibt es Berge. Wir sind im Isargebirge unterwegs. Das heißt, wir sind auf bis zu 1100 Metern Höhe und hier liegt Schnee. Hoffentlich kommen auch noch die Schneeschuhe zum Einsatz, die wir hinten am Rucksack haben. Und wir würden sagen, wenn ihr uns begleiten wollt, bleibt gerne dabei und viel Spaß mit dieser Serie. Mittlerweile haben wir die ersten 50 bis 100 Höhenmeter überwunden. Unsere Rucksäcke sind ja gewogen vorhin über 40 Kilo. Also er hat 42, ich habe auch so irgendwas zwischen 41, 42 und das ist schon ein Monster, ein Rucksack. Man merkt auf jeden Fall die Gesäßmuskulatur arbeiten. Vor allem bei den Höhenmetern, wenn man aufsteigt, ne? Aber im Geraden fühlt es sich jetzt wieder bequemer an, aber trotzdem, das ist schon brutal. Das muss man sagen und hier sind wir schon auf den ersten Schnee gestoßen. Das Ganze sieht so aus. Den haben wir gesucht, den guten Schnee. Ja, weil wir haben auch Schneeschuhe dabei. Hoffentlich kommen die in den Einsatz. Und ja, jetzt geht es erstmal weiter. Hier sind noch relativ viele Menschen unterwegs. Die haben wir hier vorne gesehen. Und wir hoffen natürlich, dass diese Menschenmasse irgendwann aufhört und abnimmt. Wir stehen jetzt mittlerweile im Wald, sind schon ein gutes Stück nochmal aufgestiegen. Da unten im Bereich liegt die Stadt und plötzlich kommt hier so ein monströses Bauwerk auf uns zu, was nochmal gute 30 oder 25 Meter in die Höhe geht. Wir hoffen mal, dass wir da irgendwie reinkommen, mit den Rucksäcken hochkommen und dann kriegt ihr ein paar schöne Aufnahmen eingeblendet.
So, ihr habt jetzt keine Aufnahme von oben eingeblendet bekommen. Das Ganze kostet irgendwas in Slotty. Und wir sind ein bisschen weiter gewandert. Da hinten ist schon ein schöner Berg. Der versteckt sich noch in dieser Nebelwolke. Jetzt geht es ein bisschen weiter. So sieht es jetzt hier aus. Das Stück haben wir hinter uns. Und ja, ziemlich viel Schnee, was hier schon liegt. Ich denke, wir sind so gefühlt bei vielleicht 700 Höhenmetern. Ich kann es euch gar nicht sagen. Ich gucke mal auf die Uhr. Wie steht es darauf? 674 Höhenmeter hatten wir laut der Uhr. Ja, und das ist noch ein guter Aufstieg. Eigentlich haben wir uns heute vorgenommen, bis 1100 Meter aufzusteigen. Aber hier geht die Sonne um 15.50 Uhr schon unter. Und wir würden laut Garmin-Navigation um 15.30 Uhr ankommen. Ohne Essenspause, ohne Verschnaufpause. Also wahrscheinlich unterteilen wir die Etappe ein bisschen. Und ja, weiter geht's. So, mittlerweile haben wir den ersten Aufstieg geschafft. Wir waren so bei 740, 45 Höhenmetern, sind knapp bei, glaube ich, 500 im Tal gestartet oder 470. Also schon ja, ein bisschen was aufgestiegen. Und wir bewegen uns jetzt an der polnisch-tschechischen Grenze, beziehungsweise parallel dazu. Das heißt, wir wollen heute im polnischen Gebiet schlafen. Und auf der rechten Seite befindet sich, wenn wir noch mehrere hundert Meter weit gehen, die tschechische Grenze. Hier sehen wir schon den ersten Hochsitz. Ja, aber wirklich ein schöner Nadelwald. So, sehr praktisch. Wir haben unsere Wasserfilter außen mit einem Karabiner dran gehangen. Beide sind leer und im Hintergrund sieht man schon eine Quelle. Das heißt, wir befüllen uns einmal den Wasserfilter auf und trinken mal das ganze Gefäß leer, weil wir bisher die letzten 2-3 Stunden keine Flüssigkeit zu uns genommen haben. Aber dafür ein wenig geschwitzt haben auf jeden Fall. Frisches Bergwasser. Herrlich. Das ist schon ein Blatt. Ich habe das Gefühl, bei Kälte geht das schwerer. Okay. Oh, einmal durchgepresst, die ganze Kartusche. Jetzt wird es sich munden gelassen. So, unser Navigationssystem auf der Uhr sagt, dass wir genau auf diesen Berg hier hinten müssen. Also, dass wir hier wahrscheinlich über den Grat wandern bis zur Spitze. Da sollen wir um 16 Uhr ankommen. 16 Uhr ist dunkel. Also ich denke mal, wir werden irgendwo auf dem Weg dorthin schon Lager bauen und müssen auf jeden Fall bald mal was essen, wenn wir das heute noch nicht getätigt haben. Da suchen wir uns mal was Schönes. So, liebe Freunde, wir sitzen jetzt hier und verspeisen einen Döner. Wir sind nämlich gestern hier Richtung Polen circa 700 Kilometer weit gefahren
und haben uns auf dem Weg einen Döner geholt. Den wollten wir eigentlich noch am Abend verzehren vor der Aussetzung, aber das tun wir jetzt und das gute Stück hat ein paar Kalorien. Die brauchen wir. Ja. So, der gute Döner ist verspeist worden. Und zwar haben wir hier noch ein paar Süßigkeiten als Variation dabei. Snickerriegel, Jumbos, Gummibärchen, Erdnussriegel. Wir haben auch noch Rittersport dabei, also viel Abwechslung und Zeug, was auf jeden Fall viele Kalorien bringt. Davon wird jetzt noch was gesnackt und dann schauen wir mal, dann geht's weiter für uns. So ein Gewicht hatten wir natürlich noch nie auf dem Rücken vorher. Und wir haben nicht erwartet, dass es so schwer ist, den tatsächlich selber anzuziehen. Deshalb machen wir das meistens zu zweit. Zeigen euch mal, wie das Ganze dann aussieht. Das Ganze ist natürlich ein Brocken bei über 40 Kilo. Also sind wir auch nicht gewohnt. Wir laufen üblicherweise immer mit so 22 bis 24 Kilo rum bei unseren Tagesbivaks. Und jetzt für die 7 Tage haben wir natürlich wesentlich mehr Essen eingepackt. Powerbanks. Powerbanks, 6 Stück, gefühlt schon 3 Kilo schwer oder so. Boah, ja, aber wird schon. So wackeln wir da rum von Bein auf Beinseite. Gefühlt, keine Ahnung, irgendwie ist das dadurch nicht so empfindlich, beziehungsweise strengt nicht ganz so an. Tut auch nicht weh, wenn man sich so hin und her schaukelt von Bein zu Bein. Sieht aber ziemlich merkwürdig aus. So, wir haben uns jetzt noch ein bisschen was von dem guten Bergwasser abgefüllt. Wir wollen nämlich hier den Berg aufsteigen. Zur tschechischen Grenze hoch, die wir wahrscheinlich dann morgen überqueren werden. Naja, das wird sich jetzt erstmal genehmigt. So, hier sehen wir Losung, Tierlosung. Ich kann das nicht zuordnen. Wir beide wissen nicht, was das für ein Tier ist. Vielleicht wisst ihr es ja. Aber auf jeden Fall gibt es hier ein paar Kollegen, die mit uns im Wald chillen. Hoffentlich alles Pflanzenfresser. Ja, und jetzt fängt langsam der Schnee an. Der Schnee wird hier immer tiefer. Ja, so gute 10 cm vielleicht. Und wir sind bei knappen 770 Höhenmetern. Und bald müssen wir uns mal auf die Suche machen nach einem schönen Lagerplatz. Scheiße, ey. Wo warst du denn da gerade drin? Scheiße. Hier lang geht's. Ui. Beinahe lag der Bruder hier im Pfützchen drin. Mittlerweile liegen wir bei 780 Höhenmetern. Hier ist ein rauschender Fluss im Hintergrund. Schnee liegt hier. Hier haben wir wenigstens was Ebenes gefunden. Und
werden auf jeden Fall unser Lagerplatz so errichten, dass wir ja hier sozusagen nur liegen, haben einen schönen Ausblick auf den Fluss. Das Ganze bauen wir jetzt erstmal auf. So, das gute Stück hier ist es jetzt geworden. Das heißt, wir haben so ein abfallendes Tarp-Variante nach hinten gewählt. Vorne ein kleiner Überstand. Haben so gute 2,50 Meter vielleicht darunter Länge, Platz. Da haben wir ein bisschen Feuerholz gesammelt. Langsam geht hier auch die Sonne unter. Der Wind, ich denke, man hört das, ist unglaublich stark aufgezogen. Auf der Seite haben wir den Wasserfall. Und wir werden uns das Ganze jetzt gemütlich einrichten. Wahrscheinlich schlafen wir beide dann später längs. Wir kleiden das jetzt mit Bodenplane aus. Er hat ein Schaffell dabei. Ich habe die übliche Isomatte dabei. Und dann schauen wir mal, was es heute zu essen gibt. So ist es. Das Ganze haben wir uns jetzt schön häuslich eingerichtet. Der Kollege hat das Lammfell genommen. Ich habe die Isomatte und gleich wird mal zum Köcheln vorbereitet. Und wir erzählen euch dann mal, was wir für exotisches Fleisch dabei haben. Passend für unseren Overnighter. Werdet ihr gleich sehen. Immer noch? Also, wir haben gerade unser Lager aufgebaut und wir sehen mitten im Wald, wir sind ziemlich weit aufgestiegen, eigentlich richtig einsam an so einem Fluss, der einen Berg runterfließt. Plötzlich ein Licht in der Ferne zwischen den Bäumen lang wandern. Ich dachte erst, es kommt von der Stadt, im Tal, aber es ist viel zu hoch und vor allem bewegt sich das Licht auch. Und leider kann man das auf der Kamera nicht erkennen. Ich halte euch zwar in die Richtung, aber ich denke, das sieht man nicht und wir beobachten jetzt mal, was das ist, wer das ist. Es könnte natürlich sein, dass es ein Jäger ist, aber hier verlaufen eigentlich weit und breit keine Wege lang. Deswegen verwundert uns das und er kommt eben in unsere Richtung, obwohl wir die ganze Zeit kein Licht an hatten. Also auf jeden Fall hören wir lauter Schüsse hier in der Nähe. Dreimal haben oder Richtung, oder? Ja, genau, aus einer anderen Richtung. Aber dreimal eben gerade, während ich mit euch gesprochen habe, hat man auch einen Schuss von einem Jäger vernommen. Und wir vermuten mal ganz stark, dass das wahrscheinlich auch ein Jäger ist. Aber eigentlich haben wir hier tagsüber keinen Jägersitz in der Nähe gesehen. Deswegen verwundert uns das. Und vielleicht speichern wir uns unseren Standort mal ab, wo wir gerade das Tarp errichtet haben. Und laufen mal ein bisschen in die Richtung, wo wir das Licht sehen. Oder falls wir mal kurz weg müssen von hier. Ja, mal schauen. So, wir waren gerade auf einer Anpirsch-Mission zu diesem Licht. Und zwar haben wir gemerkt, dass das scheinbar kein Jägersitz ist, auch wenn wir das vermutet haben, was relativ nah erscheint und dynamisch das Licht. Wir sind da zu dem Punkt hingewandert. Und was haben wir da gesehen? Wir gehen davon aus, dass das ein wahrscheinlich so ein Hof oder so, ein paar Feldwege drunter ist. Also schon ein ganzes Stückchen entfernt und dass dort wohl halt einfach das Licht brennt. Weil wir haben auch nochmal den Wald dort ein bisschen ausgeleuchtet, als wir dort waren und haben jetzt keinen Jägersitz oder so erkennen können. Ja, also kann jetzt eigentlich an die Essenszubereitung gegangen werden. Genau, jetzt gibt es erstmal was zu essen. Überlegen noch, ob wir Feuer anmachen oder ob wir einfach den Gaskocher simpel anzünden. Mal schauen. So, ihr seht jetzt einen Teil unseres Essens. Und zwar haben wir hier ein paar Nachtischspezialitäten. Da hinten haben wir nochmal so Fertiggerichte
Und vor allem haben wir viel Fleisch dabei und Fisch. Also Fisch ist ja auch Fleisch, aber ein paar Variationen. Kartoffeln haben wir dabei, Fladenbrot und sowas. Und wir haben einmal Wildlachs, dann haben wir 500 Gramm Rehwild, dann haben wir Wintersteaks vom Schwein, Bratwürste vom Schwein da hinten. Hier haben wir noch was Vegetarisches, das sich relativ lange hält. Und ja, wir haben jetzt überlegt, ob wir einen Kühlschrank eröffnen, damit sich das Ganze eben auch hält bis in ein paar Tagen. Und zwar liegt hier ja überall Schnee, also haben wir überlegt, das einfach im Schnee zu vergraben bis morgen früh. Sollte das Ganze eigentlich relativ gut abkühlen. Und heute haben wir uns auf jeden Fall für das Reh entschieden. So ist es. Das Ganze haben wir von einem lokalen Jäger bei uns organisiert. Und wir sind mal gespannt, weil wir noch nie Reh vorher gegessen haben. Oder ist auf jeden Fall lange her. Also mal schauen, ne? Aber ja. Genau, wir schauen mal. Wir zeigen euch das gute Stück gleich nochmal in seiner vollen Pracht, weil wir es wahrscheinlich zerlegen müssen. Also beziehungsweise ein bisschen zerkleinern müssen, damit wir das auch durchgegart bekommen. Wir dachten gerade kurzzeitig oder die ganze Zeit, dass das 500 Gramm Reh sind. Hatten dann eben nochmal mit der Kofferwaage, die ich hier dabei habe, nachgewogen. Und es sind 730 Gramm. Das ist ein ordentlicher Klopper an Rehblatt oder Rehschulter müsste das sein. Und boah, ich hoffe, wir packen das. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das gute Stück kommt jetzt gleich in die Pfanne und dann mal schauen, wie lange das so durchgaren muss und wie es schmeckt. Wir lassen uns mal überraschen. Warte mal, das Gas will bei der Temperatur vielleicht nicht zünden. Nee. Stell dir mal vor, weil wir es gerade in den Schnee gestellt haben, zündet das Gas vielleicht nicht. Wollen wir mal bei dir testen? Ja. Ach du Scheiße, das zündet bei dir auch nicht. Aber wir haben noch ein Feuerzeug, wir zünden es mal mit Feuerzeug an. Ja. So, es lag scheinbar daran, dass es wirklich zu kalt ist. Anfangs wollte es auch nicht angehen, aber mit dem Feuerzeug, ja, brennt es langsam. Auch wenn es irgendwie nicht wirklich effektiv abbrennt. Das sieht so ineffizient aus, wie das runterbrennt, das Gas. Vielleicht muss es sich erstmal anpassen an die Temperatur, weil das gibt eine ganz komische Form, die hier rauskommt an Gas, wo hier kaum Wind ist gerade. So, jetzt kommt das gute Rehblatt in die Pfanne und wir schauen nochmal, ob das passt. Oh, meine Hose fackelt. Guck mal, meine Hose raucht. Warum? Sehr gut. Boah, schmackhaft, wie das ruckelt hier. Sieht doch schon richtig gut aus, ehrlich. Also das Reh, das braucht noch Jahre gefühlt. Das ist ein richtig dicker Klopper, aber dafür sind unsere Kartoffeln fertig geworden. Mhm. Die snacken wir jetzt mal. Ob ich das jetzt hinbekomme. Oh no. Boah. So. Kartoffel. Das Rehstück war ja ein Klopper, können wir schon sagen. Bis das durchgart, ist natürlich schwer hier auf der Gaspfanne, aus dem Gaskocher. Also zerlegen wir das gute Stück ein bisschen und portionieren es. Ja, genau, hier sieht man, ne? Hier ist noch ziemlich roh, also ja. Auf jeden Fall sinnvoll, es ein bisschen kleiner zu schneiden. Ja. So ist ziemlich laut hier, aber wir haben gerade die ganzen, oder wir sind dabei, das Kochgeschirr auszuwaschen, weil hier so ein reißender Fluss ist. Echt heftig, was hier abgeht. Vor allem wie laut der ist.
Und da halten wir unser Geschirr sozusagen rein. Kühlen das Feuer mit Schnee aus. Dann wird das, zeig mal her, das gute Stück gleich zur Spülmaschine. Einmal in die Strömung. Ja, und fertig aus. Sauber sieht's aus. Ja, bis auf der Schnee, der sich jetzt gefangen hat. Okay. Guck mal. Nachspeise steht an. Und zwar habe ich ja hier meinen Süßigkeitenbeutel. Und da auch nochmal Schokolade. Für heute Abend gibt es einen Mr. Tom, dann gibt es Gummibärchen und die halbe Tafel Rittersport. Und ja, das wird doch munden, denke ich. Da habe ich jetzt richtig Hunger drauf. So, mittlerweile sitzen wir ganz gemütlich hier auf unserer Isomatte, breiten einen Schlafsack vor und hier kriegt man kurz einen Check, was es heute an Tagesdaten gab. Und zwar sieht es so aus, dass wir 1431 Kalorien verbrannt habe. Wir haben eine Distanz von 10,10 Kilometern zurückgelegt und einen Gesamtaufstieg von 416 Metern. Das Ganze mit unserem 42 Kilo Rucksack. Ja, wir haben mittlerweile 22.16 Uhr. Hier habe ich vorhin mal auf die Wetter-App geguckt. Müsste es im Tal bei einem Grad aktuell liegen an Temperatur. Und gefühlt steht in der Wetter-App minus 4. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil so kalt finden wir es hier in unserem Zeltaufbau eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall erwarten wir, dass die Nacht relativ frisch wird. Wir haben doppelte Isomatten, also eine Luft-Isomatte und eine Schaum-Isomatte habe ich. Und der Kollege schläft hier auf seinen Fellen. Sehr, sehr gemütlich sieht das aus und vor allem auch warm, kuschelig. Bin mal gespannt, aber dafür wiegen die natürlich ein bisschen mehr als die Isomatte. Und ihr seht dann nochmal gleich den Schlafsackaufbau. Auf jeden Fall freuen wir uns aufs Bett. Das sieht nun sehr gemütlich aus. Hier haben wir doppelt Defense 6 Belegung von Carinthia. Einmal mit Fellunterlage, einmal mit Isomattenunterlage. Und das wird kuschelig warm heute Nacht bei, es werden wahrscheinlich so 1 bis minus 1 Grad laut der Wetter-App. Und denkst du auch, dass es warm wird? Es wird sehr warm und sehr gemütlich hier. Sehr schön. Das heißt nämlich, wir legen uns wahrscheinlich einfach nur in Thermounterwäsche rein. Keine Jacke, keine Outdoorhose. Es wird sehr gemütlich. Da freuen wir uns drauf. Ein erlebnisreicher Tag geht für uns beide jetzt zu Ende. Der erste Tag der Survival-Tour, der erste von 7. Und wir haben eine schöne Landschaft gesehen, gut gegessen, ein schönes Biwak hier aufgeschlagen, Schnee haben wir gehabt, einen schönen Fluss. Für uns geht es jetzt beide schlafen, ab in den Defense 6 und wir hoffen, die Nacht wird mollig warm. Und dann sagen wir bis morgen und wir sehen uns dann.